Oh Leute, im heutigen Video schalten wir das allererste Mal den letzten Skin von diesem Turnier durch. Ich habe heute 4-5 Stunden Stumblegeist durchgehend gespielt, damit ich den Skin freischalten kann. Lasst also einen Like da, es ist der letzte Tag, wo wir das Ganze auch noch kriegen können. Oh, ich bin sowas von gehypt, Freunde. Ich bin sowas von gehypt. Wir gehen mal kurz in den Itemshop rein und drehen erstmal das kostenlose Glücksrad. Ey, wisst ihr, welcher unser allererster Special Skin war? In Stumblegeist, die wirklichen OG-Leute wissen es, Freunde. Mein erster Special Skin war tatsächlich der Inferno Dragon. Okay, das war nämlich der Inferno Dragon. Ich zeige ihn euch nochmal. Das war mein allererster Skin, den ich jemals freigeschaltet habe. Und jetzt, Freunde, und jetzt, ein Jahr später, können wir hier beim Turnier den allerletzten Skin freischalten, was ich noch nie geschafft habe. Ich habe so gesuchtet heute. Wir brauchen noch ungefähr 300 Punkte, weniger 265 Punkte. Und dann haben wir den Dusk Dragon in der mythischen Variante, Freunde. Das ist geisteskrank. Und wir gehen jetzt auch schon direkt rein. Ich würde sagen, wir spielen hier Legendary Block Dash. Oh mein Gott. Leute, wir haben es einen Tag wahrscheinlich davor noch geschafft. Unglaublich. Ich bin so gespannt, wie der Skin gleich in-game sein wird, wenn wir ihn freischalten werden. Das sind wir auch schon. Junge, Junge, bin ich gehypt, Freunde. Ich habe so viel gezockt heute, nur damit ich den Skin noch freischalten kann. Weil das verfällt ja, ne? Das verfällt ja irgendwann mal. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, hier das Ganze noch freizuschalten. Weil dem wird es wahrscheinlich so nie wiedergeben. Außer Stumblegeist macht es so wie bei Sensei Firefist. Der kam ja dann noch in einen Itemshop rein, in so einem speziellen Rad. Den gab es ja auch nur hier zu gewinnen. Der Sensei Firefist, die lilane Variante mit dem schwarzen Karate-Anzug. Aber nun gut, wir sind jetzt bei dem Skin. Und Junge, ich muss den machen, weil es halt nämlich der Skin ist, ne? Und da ich den Inferno Dragon als allerersten Skin hatte, muss ich den freischalten. Das ist einfach so ein Nostalgie-Feeling, würde ich sagen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt den auch freigeschaltet. Ihr könnt ihn fast kostenlos freischalten. Ihr müsst ja nur am Anfang ein paar Juwelen immer zahlen für die Turniere. Ich glaube, das kostet hier 35 Juwelen. Und dann müsst ihr halt ein bisschen suchen, damit ihr die Skins bekommt. Boah, wir sind im Halbfinale jetzt. Aber es lohnt sich wirklich. Halbfinale ist da, wir müssen jeden unboxen, was geht, aber das Ding ist, ich bin gut eingespielt. Ich habe heute so viel Blockdash gespielt, Leute. Ich bin richtig eingespielt. Ich sage euch, wie es ist. Wir sind richtig eingespielt. Guck mal da, die haben beide den Inferno Dragon. Eigentlich, ja Mann, ich habe eine Idee. Beim letzten Game werden wir den Inferno Dragon spielen. Einfach als Nostalgie-Feeling. Und guck mal, der hat den Volleyball. Das ist irgendwie bestimmt wieder so ein Creator oder so. Wurde ja da rausgeschmissen, starkes Ding. Oder ist es jemand von der Beta? Ich weiß jetzt nicht, ob Beta-Leute und normale Leute zusammengewürfelt werden in einem Matchmaking, was aber komisch wäre. Wir werden am Ende nochmal schön den Inferno Dragon spielen, die normale Variante. Und dann, wenn wir ihn freischalten, den Dusk Dragon. Oh, der wäre fast rausgeflogen, den Skin. Den müssen wir auch noch freischalten beim kostenlosen Glücksdrehrad. Aber ich habe noch kein einziges Mal beim Glücksdrehrad, beim kostenlosen gewonnen. Keinen einzigen Skin. Der bis jetzt da rausgekommen ist. Es geht los, Freunde. Es geht los hier. Jawohl, ganz entspannt. Ich glaube, wir sind im Finale, oder? Einer ist raus. Ja, Dusk Dragon, ich komme, mein Freund. Das große Finale ist jetzt da. Also, wenn wir jetzt gewinnen, kriegen wir, glaube ich, 200 Punkte. Und dann müssen wir nur noch einmal in eine Runde rein. Direkt am Anfang sterben. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Junge, Junge, Junge. Das erste Mal habe ich Turnier ganz durchgespielt. Richtig wild. Wir könnten auch jetzt rausgehen, aber ich will das gewinnen. Da geht nichts dran vorbei. Wir müssen hier auf jeden Fall versuchen zu gewinnen. Oh, jetzt müsste es langsam eigentlich losgehen. Jawohl, es geht los. Jetzt beginnt der Spaß hier. Okay, okay, okay. Ich liebe das. Das muss früher kommen. Ah, mal zack, zack, zack. Ganz easy. Ja, wir sind halt eingespielt, Leute. Wir sind eingespielt. Ich sage euch, wie es ist. Das ist gar kein Problem für uns. Nur noch einer ist da. Zwei, sorry. Ah, was geht bei dir, Bro? Willst du mich umnieten? Okay. Komm, komm, komm. Einmal hier, einmal hier. Ah, jetzt habe ich hier einen kleinen... Nein. Komm. Das war dumm. Aber ist nicht schlimm, denn wir haben fette Punkte bekommen. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie viele Punkte noch? Ich glaube, noch ein Turnier. Ich glaube, es reicht, wenn wir hier das hier spielen, ja? Es reicht, wenn wir Shipwrecked spielen, Leute. Ja, Mann. Ey, Shipwrecked ist easy. Ganz entspannt, ist ganz easy. Oh mein Gott, ich habe daneben gehauen. Hier fliegen die Leute so schnell raus. Finale werden wir bestimmt richtige Suchtis haben.
Die wissen, wie das Game hier läuft. Ja, oha, der ist direkt in Selbstmord gesprungen. 14 sind schon weg. Jawohl, Halbfinale, ganz ruhig. Wir haben gleich den Dusk Dragon. Ich kann es halt wirklich nicht glauben, dass ich komplett durchgespielt habe, dieses Turnier. Ich will jetzt jedes Turnier in Stumblegeist auch durchspielen. Das ist ein Muss, wirklich, bei den Skins, die man kriegt. Oh nein! Der hat überlebt, Bro. Ich wollte ihn komplett da runterschubsen, aber er hat überlebt. Ab in Eisberg. So, wir warten jetzt mal auf jemanden, damit wir die unboxen können. Der Leo. Der Leo ist dran. Der Leo. Warum springe ich da nochmal, ich Dummkopf? So, einmal raus. Zack, wir bekommen Punkte. Und zwar haben wir jetzt 40 Punkte bekommen. Ich glaube, wir haben ihn. Wir haben ihn, oder? Nee. Oh, nur noch ein. Einmal kurz rein und dann haben wir ihn, Leute. Wir springen direkt raus. Das war's. Ich glaub's nicht. Wir haben so gesuchtet heute. Und hier ist er. Komm schon. Das Dusk. Oh mein Gott. Wir können jetzt endlich aufhören mit den Turnieren. Ich kann die Maps nicht mehr sehen. 40 Punkte. Und wir haben den Dusk Dragon, Leute. Ich zeig's euch nochmal in voller Pracht. Da ist er. Wie geil sieht das bitte aus? Holen. Zack. 21 Stunden noch und da ist er. Guck mal, wie schön. Ich muss es euch nochmal zeigen. Es sieht zu geil aus, Leute. Schön ohne Kamera, ohne mein hässliches Gesicht. Jetzt ausrüsten. Wir gucken ihn jetzt nochmal an. Im Inventar. Oh, Digga. Wir können jetzt eine normale Runde spielen. Es geht rein. Wir haben es gepackt. Oh, und die erste Runde ist teilvoll. Oh, da ist er. Yo, der ist zu geil. Leute, ich sag euch, der ist zu geil. Der glänzt zwar nicht oder hat irgendwelche Partikel oder sonst was, aber er ist halt was ganz Besonderes, weil man wirklich spielen muss, um den Skin hier zu kriegen. Oh, Mann. Alter. Der ist zu schön, um wahr zu sein. Diese Farben, lila und grün. Das ist zu schön. Leute, guck mal, wir sind direkt neben dem Inferno Dragon hier. Was ich schade finde, was sie hätten reinbringen können, da bin ich ehrlich, da hätten die wenigstens noch so eine grüne Flamme oder so gemacht. Das wäre cool gewesen. Da hätten die noch so eine grüne Flagge eingebaut, wisst ihr? Weil der Inferno Dragon hat ja auch so eine, ja, ne? So eine rote Flamme. Und bei dem hätte ich mir gewünscht, wenn man wenigstens hier, ja, so eine grüne Flamme oder so hinzugefügt hätte. Oder eine lila, ne? Aber am besten so eine grüne Flagge oder so ein Türkis oder was das ist. Das ist ja kein ganzes Grün hier. Aber das dachte ich mir, das ist leider nicht dabei. Ist das einzige Manko, wo ich sage, okay, da hätten sie es ein bisschen besser machen können. Aber trotzdem, der Skin ist wirklich unglaublich geil. Und ja, Mann. Geilo, geilo, geilo. Wir sind sogar im Finale, Freunde. Was sagt ihr zum Skin? 1 bis 10. Ich sage jetzt meine Bewertung. Skin ist eine 9,9. Es wäre eine 10, wenn wir noch eine grüne Flamme oder sowas hätten. Irgendwie in die Richtung. So ähnlich wie bei einem Inferno Dragon, ne? Perfekte Map. Lava Rush. Feuer. Das brauchen wir jetzt. Dusk Dragon gegen Dusk Dragon. Ich darf jetzt keinen Fehler hier machen. Ja, komm. Ah, das war eigentlich nicht gut, dass ich ihn umgeboxt habe. Dadurch sind wir ein bisschen in Verzug gekommen jetzt. Ah, wir gehen hier lang. Wir machen den. Okay, das Küken ist schon mal gestorben. Ja, ja, wir sind weit vorne. Wir sind richtig weit vorne. Wir sind weit vorne, Leute. Jawohl. Komm schon, Dusk Dragon. Jawohl, das ist es. Leute, das Dragon Win ist da. Gebt euch, wie schön er ist. Das war's vom Video. Wir haben es durchgespielt. Lasst einen Like da, Freunde. Ich bin raus. Wir schucken nochmal. Wir gucken nochmal, wie schön er aussieht. Guck mal. Lustiger. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.